Hallo zusammen. Unser Plan heute bei dem Wetter, das müssen wir noch ausnutzen, weil es soll in ein paar Stunden schon wieder umschlagen in Regen und etwas kühler auch. Wir möchten gerne zur Schwarzwaldklinik fahren und ein bisschen da rumlaufen und euch die Klinik von außen zeigen. Aufs Gelände selber kommen wir jetzt nicht mehr, weil seit ein paar Jahren wird die Klinik wieder genutzt. Da ist eine psychosomatische Klinik, zum 10. Mal Klinik gesagt, drin. Und man darf halt das Gelände nicht betreten. Wir haben vor ein paar Jahren, als man das Gelände noch betreten durfte, einige Filme gemacht. Da könnt ihr auch gerne in unserer Playlist gucken. Da findet ihr das mit Sicherheit. Ja, also in der Urlaubsplaylist, da sind jede Menge Filme von 2012 bis in die vergangenen Jahre. Da war auch noch ein Polyphon-Büro in dem Gebäude drin, die Firma, die die Serien gedreht hat, unter anderem auch die Schwarzwaldklinik. Die hatte da noch ein eigenes Büro. Und da konnte man aufs Gelände und hinten auch noch in den Park hinter dem Gebäude. Das geht alles heute nicht mehr. Deshalb können wir heute nur die Fassade von außen zeigen. Mhm. Alles andere, wie meine Frau schon sagt, entnehmt ihr bitte aus der Playlist die schönsten Urlaubsregionen. Das Ding ist, es ist ja gut, dass es wieder genutzt wird, weil ein paar Jahre hat die Klinik komplett leer gestanden und es war gar nichts drin. Die war am Zerfallen und deswegen ist es gut so, wie es ist. Okay. Los geht's. Und anschließend? Oh nee, ich will doch jetzt fahren. Anschließend geht's. Anschließend fahren wir noch nach St. Peter. Da ist eine wunderschöne Kirche. Falls irgendwer sich schon mal Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer angeschaut hat. Wer tut das nicht? Rollfleck. Ja, wer tut das nicht? Mindestens einmal im Jahr, ne? Die haben da geheiratet. Aber unabhängig davon, ob es in Filmen war oder nicht, es ist eine echt schöne Kirche und die schauen wir uns auch mal an. Okay, jetzt geht's erstmal. Klottertal. Okay, jetzt aber. Mal runter. Wir stehen jetzt vor dem ehemaligen Café Schill. Das hat geöffnet damals zu der Zeit, als die Schwarzwaldklinik populär war. Und bis vor ein paar Jahren auch noch geöffnet gehabt. Wir waren ein paar Mal schon hier, haben Schwarzwälder Kirsch gegessen, Kaffee getrunken. Und leider ist ja der Schwarzwaldklinik halten schon ganz schön zurückgegangen. Und seit ein paar Jahren ist das Kaffee nicht mehr da, sondern das sind Ferienwohnungen. Die Familie Schill war ganz, ganz nett. Ja. Da waren wir oft, sind oft eingekehrt. Liebe Grüße. Ganz, ganz liebe Grüße auch an den Alex und die Familie und die hatten auch einen tollen Shop, einen tollen Souvenirshop. Oh, da haben wir noch Souvenirs gekauft von der Schwarzwaldklinik, ja. Die haben wir noch daheim. Zum Beispiel so eine Schwarzwaldklinik aus Pappe, die man aufbauen kann. Genau. Die haben sie nie aufgebaut, weil die war uns immer zu schade aufzumachen, weil man kriegt sowas ja heute nicht mehr. Genau.
Wir stehen jetzt hier seitlich vor der Schwarzwaldklinik. Man sieht Licht drin brennen, da ist jetzt Klinikbetrieb. Professor Brinkmann operiert. Dabei ist gar kein OP im Gebäude. Das ist ein sehr schöner Bau, Karlsbau. Karlsbau. Ganz früher Reha-Klinik Klotterbad. Hast du die gelbe Linie nicht gesehen? Aber das Schwarzwaldklinik-Schild hängt immer noch über der Tür. Ich weiß nicht, kann man es sehen von hier? Wenn du mal ranzoomst. So, hier stehen wir jetzt also oberhalb der Klinik vor dem berühmten Denkmal, wo schon viele Szenen für die Schwarzwaldklinik abgedreht wurden. Ich bin am Ölen ohne Ende durch die Luftfeuchte. Jetzt fragen sich viele, warum hat der Depp dann auch noch eine Jacke an? Das kann ich euch sagen, hier sind überall Bremsen und ich bin hochallergisch gegen den ganzen Kram. Also was bleibt mir anders übrig? Dann schwitze ich lieber, als dass ich nachher mir hier noch beim Arzt eine Spritze holen muss, weil der Arm anschwillt, als wäre in eine Kreissäge gekommen. Also lieber mit Weste. So, aber das soll nicht das Thema sein. Also wie gesagt, Schwarzwaldklinik kennen ja die meisten. Fast 30 Millionen Zuschauer. Damals im ZDF zwischen 1984 und 1988. Ich kann mich gut erinnern. Ich war damals zwischen 10 und 15 Jahren alt und das war einfach abends immer stark. Wenn man dann abends vom Fernsehen saß, mittwochs abends, und hat sich die Schwarzwaldklinik angeguckt, da saß die ganze Familie zusammen. Und heute kann man es ja immer noch gucken auf verschiedenen Kanälen. Da läuft das dann jeden Tag eine Folge und damals halt jede Woche. Und dann musste man wieder ein Jahr warten, bis die neue Staffel kam. Es wurde in über 30 Ländern verkauft, weltweit ein Riesenerfolg. Und viele Darsteller mittlerweile bereits schon gestorben. Und was soll man noch groß sagen? Ein Mega-Erfolg. Man muss allerdings dazu sagen, die knapp 30 Millionen Zuschauer, damals gab es am Anfang drei Programme, erstes, zweites und die dritten Regionalprogramme. Später kam noch RTL dazu und mehr Fernsehkanäle gab es nicht. Dann hatte man nicht so viel Auswahl und deshalb waren die Einschaltquoten natürlich immens hoch. Aber ich glaube auch, wenn es damals mehr Kanäle gegeben hätte, wären sie trotzdem richtig hochgekracht. Es war damals eigentlich die erste richtige Arztserie, die es im deutschen Fernsehen zu bewundern gab. Und das kam halt unfassbar gut an. Hat Wolfgang Rademann, der ja auch das Traumschiff gemacht hat, hat einen Glücksgriff, ein gutes Händchen gehabt. Ja, und jetzt lassen wir mal den Blick mit der Kamera noch über die Klinik schweifen und übers Bänkle. Bis zur gelben Linie und dann ist Schluss. Aber verständlich, weil das eine Klinik ist auch. Klar, die Patienten sollen zur Ruhe kommen. Die Patienten sollen hier zur Ruhe kommen und das muss man akzeptieren. Und ich finde das auch nicht richtig, dass Leute das immer wieder nicht beachten und trotzdem aufs Gelände gehen. Das machen wir nicht. Nee. Aber wie gesagt, wir waren auch schon zu Zeiten hier, wo man noch das Gelände betreten konnte. Komplett. Richtig, wir waren hinterm Haus, in dem Garten, in dem Parkbereich. Wie gesagt, ich
könnte jetzt sagen, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Da ich das meistens wieder vergesse, guckt bei uns in der Playlist die schönsten Urlaubsregionen. Und da sind ganz viele Videos von der Schwarzwaldklinik. Auch aus den Jahren 11, 12, wo man es noch komplett betreten konnte. Das Wohnhaus von Professor Brinkmann ist nicht wie im Fernsehen zu sehen, direkt in der Nähe mit Blick auf die Schwarzwaldklinik, sondern 40 Kilometer entfernt in Grafenhausen. Das ist das Hüsli, ein Heimatmuseum, direkt neben der Rothausbrauerei. Da waren wir vor 2 Jahren, kann man auch super schön drumherum wandern, sich innen anschauen. Und da könnt ihr auch in der Urlaubsliste von uns gucken, in der Playlist. Da findet ihr unseren Vlog zum Hüsli. Genau, die schönsten Urlaubsregionen Deutschlands auf unserem Kanal in dieser Playlist. Ist ein schönes Video vom Hüsli. Ist übrigens in der Nähe vom Titisee und vom Schluchsee und es ist auch nicht weit zum Feldberg. Das kann man dann, wenn man gut getaktet ist, auch alles gemeinsam schauen. Aber bis zur Klinik Klotterbad in Klottertal ist es tatsächlich ein ganz schönes Stück. Auch durchs Wasser laufen. Emi, du siehst aus. Emi hat sich abgekühlt. Du siehst aus jetzt mit den nassen Beinchen wie ein Schäfchen. Ja. Wie ein Schäfchen. Schäfchen. Das ist Eifler. Schäfchen auf Moselfränkisch. Schäfchen hochdeutsch. Schäfchen. Hey, wir haben unseren Spaziergang beendet und trinken jetzt noch einen Kaffee und einen Cappuccino im Café Klotterstube. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein Stück Schwarzwälder Kirsch für den Michel. Natürlich, denn der... Er lacht ihn auch schon an, definitiv. Und für mich gibt es einen Cappuccino, für Amy gibt es ein bisschen Milchschaum. Und das Wetter ist noch schön, das heißt, wir können uns draußen hinsetzen und das alles noch ein bisschen genießen. Und es ist richtig schön warm mittlerweile. Ich hätte auch gerne einen Pool. Einen, den man im Boden macht. Wo man Boden auslegt, einen riesen Pool macht und der ist dann beheizt. Und dann kommt dann so ein Glas drin, wo ich dann auch im Winter bin. Wir stehen jetzt hier in St. Peter vor der wunderschönen Barockkirche. Und St. Peter ist auch schon Schauplatz vieler Filme und Serien gewesen. Genauso wie die Kirche, zum Beispiel 1950 in dem Film Schwarzwaldmädle. Und natürlich in dem Film Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer ist die Filmmusik von James Last, müssen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ja.
Fukushima-Brunnen erkennen. Man merkt, der Wind ist in der Richtung. Ja. Wenn du dich da hinfällst. Aber hier merkst du wirklich diese 5 Grad Temperaturunterschied. Wir haben eben noch bei 25 Grad im Flottertal gesessen, Kaffee getrunken und hier in St. Peter, die fast 1000 Meter hoch sind, schon ja, 19, 20 Grad und richtig, richtig windig. Wer sich das jetzt durchlesen möchte, kann ja während dem Film auf Pause gehen. Bist du in der Kirche? Ja, du bist in der Kirche, Pippi. Bist du fromm, Mäuschen? Ja. Grüße an Tom Itisso.